Hallo meine Lieben, heute geht es um den Lennox. Und zwar haben wir uns 10 Fakten überlegt, ja, die einfach total auf Lennox zustimmen. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Und vielleicht seid ihr auch der gleichen Meinung, was den Charakter angeht. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, mein Lieben, natürlich der erste Fakt und der zweite Fakt. Er ist 59 cm groß. Ich zeige euch das mal. Also echt ein Riesenbaby. Ich kriege ihn gar nicht so ganz auf die Kamera. Er ist ein Riesenbaby. Ja, der zweite Fakt. Er wiegt 2665 Gramm. Also auch noch ein richtig schweres Baby. Ja, der nächste Fakt. Er hat 250 Euro gekostet. Zur Kleidung, er trägt 62,68. Wie ihr sehen könnt, der nächste Fakt, Lennox hat die gleichen Haare wie der Papa. Das finde ich sehr skurril, denn ich habe ihn vorher gekauft, bevor ich Felix kannte. Und er sieht einfach genauso aus wie Felix. Ja, wo wir in dem Thema Felix sind, Lennox ist ein totales Papakind. Also er ist wirklich auf Papa fixiert und auch Felix ist auch nur auf ihn fixiert. Also Lennox ist und bleibt einfach das Baby, was, ja, wie soll man das sagen, ist einfach sein Baby. Ja, dann seht ihr ein nächster Fakt. Lennox hat geschlossene Augen. Ja, zum Bausatz. Er ist der Bausatz Dominik. Und der letzte und zehnte Fakt ist, er war mein erstes Baby. So, allgemein zu Lennox. Lennox ist ein ganz, ganz tolles Baby. Ja, er ist jetzt nicht so hochwertig wie meine anderen beiden, aber es war auch mein erstes Baby und mit 14 hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von Reborn-Babys. Und er war einfach das Baby, was mich fasziniert hat. Und er war einfach wunderschön und er ist immer noch wunderschön. Ich finde, er ist wirklich ein ganz, ganz tolles Baby. Und er ist jetzt so mein Großer. Also er ist einfach nicht irgendwie, weiß ich nicht. Er ist nicht irgendwie so ein Baby, sondern er ist einfach schon mein Kleinkind irgendwie ein bisschen. Also ich behandle ihn einfach nicht mehr wie ein Baby. Er sitzt auch nur noch im Kinderwagen. Also er liegt nicht mehr, er sitzt nur. Weil er einfach schon so mein kleines, frühreifes Baby ist. Also das finde ich schon echt. Das ist wirklich so. Er ist halt einfach kein Baby mehr für mich. Und er zieht auch keine Babysachen an, sondern er zieht immer nur so Latzhosen und Hemden und so ein Kram. Weil er einfach für mich kein Baby mehr ist. Sondern schon ein ganz großer Junge. Und ja, hier sieht man seine roten Haare. Seht ihr? Rote Haare, wie der Papa. Ganz der Papa halt, ne? Ja. Noch irgendwas zu Lennox? Und das war es eigentlich zu unserem kleinen Goldschatz Lennox. Lennox wohnt auch jetzt schon seit über 2 Jahren bei uns. Fast schon 3 Jahre. Und ich glaube, er ist immer noch ganz glücklich bei uns. Und ja. Das war's über den Lennox und ich hoffe, euch haben diese Fakten vielleicht interessiert. Ich werde ganz, ganz oft nämlich gefragt, ja, wie groß ist er, wie hat er gekostet und so ein Kram. Und ich dachte mir, mache ich mal über jedes Baby so ein Faktenvideo, einfach damit ihr mal alles wisst, alles so auf den Punkt. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, mein Lieben und tschüss.